Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Far Cry, Far Cry 5, den schicken Angelsimulator in Montana. Genau, wir gehen jetzt angeln in Montana. Und zwar Königslachse. Kann ja nur besser werden. Schön, dass du reingehst. Okay. Die Frage, ob man von denen noch was Brauchbares kommt, Gegenstände. Ganz schöne Menge, aber kann man eine Karte kaufen für wo sind die Cheeseburgers? Comics, Fässer. Alles ganz nett, brauchen wir nur nicht. Will ich nicht kaufen. So, Kleidung kaufen brauchen wir nicht. Gegenstände, Waffen. Ist zwar auch schön, dass man ja Waffen kaufen kann und Spezielles, wie hier zum Beispiel ganz hinten am Ende angeln. Aber hilft uns auch wenig. So, Scharfschützengewehre. Welche haben wir? Ich glaube, die ist gerade ausgerüstet. Haben wir da noch was zum Verkaufen? Ne, den kaufen brauchen wir da nichts mehr. Also soweit alles super. Wir nutzen die Gelegenheit nur für Munition zu kaufen. Und dann machen wir uns ans Angeln. So, hier liegen wir noch ein paar Angeln rum. So, ne, wir nehmen unsere eigene. Wir müssen bloß gucken, wo die ist. Okay. Ah, da haben wir sie. So, die Diva, was wir gelernt haben, dahin werfen, das auch, wo Mücken sind. Oh, ein bisschen Fische haben wir jetzt schon mal eingefangen. Sieht ja ganz gut aus. So, Lachs haben wir schon. Wir sollten auch ein bisschen einen mehr nehmen. Ich will mindestens einen Lachs mehr haben. Du kannst Fisch in jedem Geschäft zu einem guten Preis verkaufen. Ist schön und gut. Okay. Wir versuchen es nochmal mit Angeln. Weil ein Lachs mehr ist besser als ein Lachs weniger. Okay. Wir halten ein bisschen gegen hier. Und holen fleißig ein. So, ein Königslachs. So, haben wir ein paar Fische dabei. Jetzt Blick auf die Karte, wo wir jetzt hin sollen. Okay, da haben wir Cheeseburger in diese Richtung. Das heißt, wir sollten uns vielleicht die Mühe machen, nicht mit dem Ruderboot, sondern eher mit sowas hier. Weil das macht die Sache ein bisschen einfacher. Habe Sichtkontakt. Schön, dass du Sichtkontakt hast. Auf was auch immer. So, ein bisschen Böte fahren hat mir noch nie geschadet. So. Habe Sichtkontakt. Direkt unter mir. Ah ja, direkt unter dir. Schön, dass du direkt unter dir Sichtkontakt hast. Oh. Wir gucken mal, dass wir hier mal rankommen. Ah, die ist eher so. Die Frage, wo lang? Bleibt dir wahrscheinlich egal, wenn wir da durchkommen. Aber wir können auch außen rumfahren. Ja, da haben wir Sturzbar, da kommen wir nicht weiter. Müssen wir doch außen rumfahren. Selbst mit dem Boot schaffe ich etwas über den Haufen zu fahren. Okay. Sichtkontakt ist schön, aber ich möchte den nicht zum Sichtkontakt haben. Genau, hier. Pam. Hat das Ziel im Visier. Okay. Von oben.
Tod von Omisdorf. Da. Die Richtung weiter. Tod von oben, den brauche ich jetzt nicht wirklich. Deswegen bremsen wir hier mal. Wir können natürlich das Fahrzeug hier verlassen und zu Fuß weitergehen. Oder wir fahren einfach weiter mit dem Bötchen. Den Tod von oben sehe ich gerade nicht, also von daher bin ich da mal entspannt. Okay, da fährt was, was wir zerstören könnten. Vielleicht mal hier rumschauen. Nicht, dass wir uns über irgendwelche Überraschungen noch einsammeln. Sprung ins Wasser und raus. Weil ich habe nämlich keine Lust, dass wir da mit dem Bötchen anrücken. Und dann Stress haben. So. Finde Cheeseburger. Im Suchgebiet. Okay, komm hoch mit der Birne. Ja, komm schon, du kannst das doch. Ja, Fotomodus, immer dieser komische Fotomodus. Der ist ja neu gekommen mit dem Update. Gott will, dass du verschwindest. Gott will, dass ich dich töte. Ist schön, wenn die so planlos sind. Und keine Ahnung, von wo der Tod kommt. Oh. Wir bewegen uns mal hier um die Hütte herum. Und dann kommt der Tod von... Wo haben wir denn sowas? Da. So. Die Frage, wo ist Cheeseburger? Irgendwo hier wird er sich schon rumtreiben. Nein. Nee, die reden nicht mehr. Knuffig. Oder knuffig würde ich was anderes verstehen. Das Halsband ist ja auch der Brüller. Hin die Sekte ran, Cheeseburger zu fangen. Ihr seid gut. Schön, dass... Okay. Der Bär alleine schon die Kampfmaschine für sich. Okay. Wäre schön, wenn die wüsste, wo der Bär ist. Und die Musik macht das nicht noch einfacher.
Und ich soll auf die Bären aufpassen. Und wer passt auf mich auf? Aber wir haben schon mal Cheeseburger gefunden. Das muss man ihn nur noch verteidigen. Wobei Cheeseburger da so durch die Gegend walzt und alles platt macht, dass der wahrscheinlich gar keine Verteidigung braucht. Das ist eher andersrum, dass wir die bräuchten. Gut, aber wir geben unser Bestes, um Cheeseburger zu zeigen, dass wir es wert sind. Auch wenn wir schon wieder umgefallen sind. Umfall tun wir in letzter Zeit aber relativ häufig und oft. Sollten vielleicht ein bisschen langsamer spielen, konzentrierter und dann wird das auch. Okay, wir sind wieder im Rennen. Okay, der ist weg. Okay, Cheeseburger läuft gleich los wie ein Irrer. So. Hallo, Cheeseburger nicht im Weg laufen. So, weg mit euch. Der verdammte Bär darf nicht entkommen. Der Bär ist sowieso schon. Ja, die Frage, wer lässt mich. Die Frage ist, wer rettet uns? Tja, wir waren beim Verbinden und schon wieder verkackt. Wir sollten uns an. Das Problem ist, der Bär rennt ja auch kreuz und quer da durch. Da ist es relativ schwer, den hinterher zu kommen und Deckung zu kriegen. Die sind überall. Vielleicht sollten wir da ein bisschen langsamer machen. Ach, das habe ich ja schon mal gesagt. Langsamer machen. Und wie hat es funktioniert? Super. Wir haben es nicht hingekriegt. Gut, Ladebildschirm heißt wieder ein bisschen Reflexionszeit. Was können wir anders machen? Schneller treffen, mehr schießen. Ich weiß gar nicht, seid ihr eher mit dem Maschinengewehr unterwegs oder eher mit Sturmgewehr? Wäre mal interessant, was eure Taktik ist. Oh, okay, wir gehen mal nach oben jetzt hier. Jacob braucht diese Bären für die Ernte. Fangt den Bären für den Vater. So. Wir bleiben mal ein bisschen in Deckung. Da ist der weg. So, wir sollen vielleicht auch treffen, aber klappt das besser. Okay. So, da soll mal Gerät wechseln hier. So, erstmal Sicht 0-0, das ist doof. Böse Boom, wo? Irgendwie von da wird geschossen. Vielleicht soll ich auch mal Medipacks einsammeln hier. So, der ist weg. Jo. Das war ja gar nicht so schwer, wenn man es richtig macht. Ich streiche mal den Freund hier ein bisschen. Großer Knuddelbär. So, Cheeseburger haben wir jetzt auch dabei. Oh, putziges Bärchen. Deputy, ich habe gehört, dass du Cheeseburger vor der Sekte gerettet hast. Ja, das habe ich vorher. Wir haben ihn gut trainiert. Der wird alles zerfleischen, was ihm in den Weg kommt. Und hier im County kennt ihn wirklich jeder. Also wirst du jetzt wohl die zweite Geige spielen. Ich befürchte es. So.
Die Frage, was stellen wir an? Jetzt sind wir hier unterwegs, waren wir da oben, immer noch so eine Mission unterwegs. Da kann man eine Schnellreise hinmachen. Okay, hier gibt es noch eine Mission. Was haben wir denn hier? Nix. So, wir machen uns dann wahrscheinlich mal auf den Weg nach da, beziehungsweise wir können mal hier reinschauen, was am nächsten gelegen ist. Alles andere ist relativ weit weg. Irgendwas hier in der Nähe. Ruf der Wildnis. Tammel wird durch aktuelle Wolfskill zerstört. Okay. Alles klar. Dann machen wir uns dann mal auf den Weg. Wo müssen wir denn hin? Diese Richtung. Schießbürger zerstört nicht nur alles, Schießbürger rennt doch alles über den Haufen. Und dezent unauffällig ist er auch nicht. So. Dann laufen wir einmal hier ein bisschen durch die Gegend. Und versuchen uns mal ein bisschen um diese Köder zu kümmern. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier groß Probleme kriegen werden mit Peggys. Glaube ich eher weniger. Wir werden eher Probleme mit dem Weg kriegen. Naja, versuchen wir unser Glück nochmal hier vielleicht hochkommen. Haben wir einiges zu tun hier. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Sackgasse. Das ist natürlich doof. Ah, genau. Wir können uns da durchschlagen, in die Richtung. Da haben wir vielleicht eher den Glück, dass wir nicht so weit rumlaufen müssen. Und wie man sieht, das Internet ist wieder weg und die komische Meldung für die Dienste sind da. Oh, und runterrutschen. Der Cheeseburger kennt sich halt hier besser aus als wir. Okay, hier lang hoch. Mal gucken, wer uns hier so über den Weg läuft. Okay, der Puma ist leider ein kleines Problem. Okay, der Puma hatte ich schon gefunden, wie ich mich gerade mitgekriegt habe. Ich will ja nur mal gucken, wo der Puma ist. Schade, dass sie oben so angezeigt sind, in welche Richtung, aber nicht, wie weit weg die sind. So weit dürfte er nämlich gar nicht weg sein, wenn er so laut geschrien hat. Und Fotomodus. Das ist doch hier so mehr. Okay. Plündern wir das Ganze. Und da unten ist einer von den Ködern. Wolfsköder. Um die kümmern wir uns mal. Unser Freund Schießbürger wird schon von alleine den Weg finden. Weil man auch gerade gehört, da war lautes Röhren. Das hört sich in der Hirsch an. Okay, was? Das sieht auch merkwürdig da unten aus. Nö, nix da. Bisschen aufklären das Ganze hier. Cheeseburger. Ja. 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 Wurde nämlich gleich heiß, wenn die Action hier. Gehen wir hier oben lang rum. Dann gucken wir mal. Da draußen sind noch mehr. So. Dann gucken wir mal hier das richtige Werkzeug noch mitnehmen. Und zwar das hier. Klebt da schon mal dran. Gibt es irgendwas zusammen hier noch, bevor wir hier alles in die Luft jagen? Außer ein Baseballschläger. Nicht wirklich was von Interesse. Müssen wir aufpassen, dass Schießbürger weit genug weg ist. So.
ein Wolfsender zerstört. So. Wölfe waren ja auch noch ein paar unterwegs, haben wir gelernt. Das war die hier. Die plündern dann immer gleich mal das Höchste und die Klamotten mit. Genau wie den plündern. Nachladen. Okay, die anderen sind relativ weit weg, sehe ich gerade. Naja, wir gehen mal langsam hier lang runter zur Straße. Vielleicht finden wir da eine andere Fortbewegungsmöglichkeit. Hoppala, da habe ich mal ein bisschen erschreckt. Ja, fast ins Höschen gemacht. Aber das ging dann nochmal gut. Okay, wo ist er hingefallen? Da ist er hingefallen. Mitnehmen. Okay, wird sinnvoll. Okay. Obwohl volle Salbe drauf. Hat trotzdem nicht gereicht. So. Einmal noch nachladen hier. Keiner. Am liebsten würde ich auf Schießbürger reiten. Aber sowas Geniales geht wieder nicht. Okay. Hier war mal sowas wie eine Brücke oder so. Keine Ahnung. Oder sollte mal eine werden. Also da fällt er da unten lang. So, Cheesy. Wir gehen ja mal weiter, weil wir werden mich gleich feiern machen. Die Zeit ist nämlich wieder rum mit Let's Play Far Cry, Far Cry 5. Beim nächsten Mal geht es dann hier wieder weiter. Wer Bock auf sowas hat, gibt mir einen Daumen nach oben. Glocke nicht vergessen, damit ihr auch immer schön informiert seid, wenn es neue Videos gibt. Und sonst einfach mal Twitter. Schaut mal bei Twitter vorbei, da gibt es mich. Mich nehme ich auch unter @MacVurago. Findet ihr mich auch auf Twitter. Bis dahin, ich bin MacVurago und sag Servus und Ade.